Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sonna. Heute machen wir eine leckere Hühnersuppe. Und dafür brauchen wir 2 Karotten, 50 Gramm rote Linsen, 130 Gramm Suppennudeln, 2 Esslöffel Tomatenmark, Kräuter, Petersilie, Dill und Koriander, 50 Gramm Butter, Hähnchenbrust habe ich hier 500 Gramm, eine Zwiebel, eine grüne Paprika, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Ich habe hier noch rote getrocknete Basilikum aus Armenien und 4 Kartoffeln. Wir fangen mal an. Erstmal waschen wir das Fleisch und dann kochen wir. Ich habe nur Wasser und 1 Esslöffel Salz drin. Bis das Fleisch fertig ist, schälen und würfeln wir die Zwiebeln. Dann würfeln wir die grüne Paprika. Sie können gerne auch eine andere Paprika nehmen. Als nächstes schneiden wir die Kräuter. Ich habe hier Petersilie, Koriander und Dill. Als nächstes schälen wir die Karotten und raspeln die. Die Kartoffeln ebenfalls schälen und klein schneiden. Das Fleisch ist schon gar, das nehmen wir schon raus. In einen Topf 50 Gramm Butter hineingeben. Danach die klein gewürfelte Zwiebeln dazugeben und goldgelb braten. Als nächstes kommt die klein geschnittene Paprika. Danach die Karotten, dann braten wir das erstmal.
Dann kommen die klein geschnittenen Kartoffeln und 2 Esslöffel Tomatenmark rein. Als nächstes die Hühnerbrühe hineingeben. Als nächstes kommen die Nudeln und die roten Linsen rein. Die Hühnerbrühe war nicht so viel, deswegen gebe ich noch gekochtes Wasser dazu. Das Fleisch, was wir vorhin gekocht haben, klein schneiden und in die Suppe dazugeben. Zum Schluss kommen die Kräuter und die Gewürze rein. Ich habe hier Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Petersilie, Dill, Koriander, rotes getrocknetes Basilikum. Jetzt kommt der Deckel drauf, so dass ein kleines Stück offen bleibt, damit die Suppe nicht überkocht. Den Herd auf die mittlere Stufe stellen und so lange kochen lassen, bis die Kartoffeln gar sind. So, das sieht gut aus. Die Kartoffeln sind gar. Das riecht auch sehr gut. Jetzt wollen wir mal probieren. Mich finden Sie noch auf Instagram und auf TikTok. Da heiße ich ebenfalls bei Sonna. Die Rezepte lade ich dort auch hoch. Wenn Sie Fragen haben zu meinem Rezept, dann können Sie gern einen Kommentar unter diesem Video lassen. Ich antworte sehr gern. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!